das aufgezeichnet wird. Das Spiel beginnt. Lasst die Spiele beginnen. Seid ihr einverstanden für die Aufnahme? Ja, naja, ich habe keine Videokamera wegklicken. Du bist nicht drauf, du bist nicht sichtbar. Aber wenn du sprichst, hörst du. Mhm. Also, ab jetzt, alles, was hier gesagt wird, ist vorhanden. Also ich schneide natürlich ein bisschen, also ich schneide das dann zusammen, also wir starten nicht an der Sequenz. Und ihr seid auch nicht sichtbar. Ja? Ist gut, oder? Ich schalte euch alle mal stumm. Hopp. Sadam. Genau, ich habe halt extra geschaut, dass es mit der Technik und mit der Beleuchtung wundervoll ist. Ist wundervoll, oder? Sehr gut. Hey, wir wollen doch eine schöne Aufzeichnung machen für die, die heute nicht dabei sind. Und hoffe, dass ihr euch gut auftankt. Ich sage bewusst auftanken, ich habe es heute in meinen Newsletter ja reingeschrieben. Das ist wirklich so ganz, ganz wichtig, dass wir Zugriff haben auf diese Energie, die uns versorgt, damit wir das tun, was uns entspricht. Und das fühlen wir nicht immer so, dass da wirklich dieser Energiefluss stattfindet und gegeben ist. Und deswegen ist wirklich auch das mit Bewegen und Nier für mich so ein wesentlicher Faktor. Das ist wirklich so, um durch die Bewegung des Körpers wieder Bewegung in das ganze System zu bringen. Und nachdem wir in Nier auch Bewegungen machen, die nicht nur im Alltag wiederzufinden sind, das werden wir heute wieder erinnert, nach der Sommerpause, durchbrechen wir dadurch auch Bewegungsgewohnheiten. Und das ist sehr wesentlich, denn wenn wir das neu und anders machen möchten, brauchen wir unser Spür- und Handlungsinstrument, um es anders auch machen zu können. Und das ist so die Einladung für euch, da heute diese Einheit da so als Start wieder gut zu nutzen, um da einfach auch in euren Körper wieder gut hineinzukommen, anzukommen. Und es ist gerade so eine Startenergie immer im Herbst, egal, man braucht nicht in der Schule zu arbeiten oder braucht auch keine Kinder zu haben. Es ist einfach immer so ein Schub. Die meisten haben die Urlaube vorbei, kommen schon langsam zurück ins Büro. Also es ist immer so eine gewisse Energie, wo man es gehört hat, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Und vielleicht wisst ihr das auch, dass wenn ein Flugzeug startet, die meiste Energie für das Fliegen geht beim Start. Ja, es geht beim Start drauf. Wir brauchen beim Starten die meiste Energie. Wenn wir dann oben sind, passt sie. Wenn wir aber das Gefühl haben, wir müssen ständig starten, dann wird es anstrengend. Vor allem, wenn wir das Gefühl haben, wir kommen nirgends hin, was für uns interessant ist in unserem Leben. Deswegen schaut euch den Newsletter gerne an. Nehmt euch Zeit, der ist heute ein bisschen länger geworden. Ich sehe Lächeln, sehr gut. Ich mache mich nicht unbeliebt. Gleich beim Semester starten natürlich. Und sie ist mit dir passiert über den Sommer. Und so. Ja, genau. Schade, dass man euch nicht sieht auf dem Video. Das ist so schön. Auf alle Fälle. Wir wollen beginnen, indem ich euch mal den Fokus und die Absicht für die heutige Stunde teilhaben lasse.